Hallo und herzlich willkommen hier zu unseren Teachers. Unsere gute Caroline, die, also wirklich, Caroline hat sich so gut gehalten für Alter. Unglaublich. Unsere gute Caroline, ja, die kümmert sich hier gerade fleißig um die Katzen, denn am Wochenende ist unsere Kindertagesstätte geschlossen. Und ja, da haben wir Zeit, uns hier ein bisschen um die Kätzchen zu kümmern, ne? Da haben wir Fieber glatt mal auf den Arm genommen. Ich hätte Fieber auch gerne umarmt, aber irgendwie lief das da gerade nicht so. Jetzt aber ein bisschen streicheln, so. Jetzt ein bisschen umarmen. Juhu, wir umarmen. Sehr gut. So, bei Fieber steigt Soziales. Sehr gut. Und wir können rein theoretisch mal eine Runde kratzen. Der Baum sieht so aus, als sollten wir ihn mal ersetzen. So, da können wir mal vom Arm wieder runterspringen. Paul trainiert immer noch fleißig, ja. Paul lässt sich da auf jeden Fall nichts anmerken. Wir wollen immer noch Fieber auf dem Arm streicheln. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, ne? Naja, auch egal. Pflanzen düngen. Wir haben nicht mal Pflanzen und lose sammeln ist irgendwie auch erledigt. Und Arrow ist doch... Doch, Arrow ist noch bei uns. Wollte gerade sagen, Arrow ist nicht mehr bei uns, aber Arrow ist doch noch bei uns. So, dann gehen wir einfach mal hier hoch und werden Arrow zum Bürsten überreden. Obwohl, vielleicht will Arrow auch unten gebürstet werden. Wir werden es einfach rauskriegen. Okay, Arrow einmal oben bürsten. Nein, wir gehen doch wieder nach unten. Hä? Muss ich das verstehen? Ich verstehe es nämlich irgendwie nicht so richtig. Aber, ja, gut. Wo haben wir denn eigentlich das Katzenklo? Ich vergesse das jedes Mal aufs Neue. Warum vergesse ich hier immer, wo das Katzenklo steht? Achso, es ist hier oben. Ja, mein Gott. Weil ich habe die Katzenklos bei allen anderen Haushalten eigentlich immer irgendwo draußen oder unten so. Und da ist das einzige Katzenklo, was oben steht. Unglaublich. So, wir wollen bis zur Ermüdung trainieren. Dann sollten wir vielleicht mal nicht selbst anspornen, sondern schneller sprinten, weil dann sind wir schneller ermüdet. Ist vielleicht am Ende die schlauere Idee. Paul, gib alles. Trainier bis zur Erschöpfung. Und alles wird gut. So, wir können vielleicht hier auch mal auf Toilette gehen. Okay, Bürsten haben wir immer noch nicht geschafft. Hä? Ja gut, irgendwie, der Hausflur ist eigentlich schon ziemlich breit so für einen Hausflur. Aber irgendwie schaffen wir es trotzdem nicht, hier immer alles so durchzuziehen. So, hier ist Arrow jetzt hingelatscht, aber wir irgendwie nicht. Oder? Es ist doch Arrow. Hallo, Katze? Oh, Mann, ich hasse das. Wenn man da so noch drüber geht und es wird einem einfach nicht angezeigt. Könnte ich manchmal so ein bisschen die Krise kriegen, aber läuft. So, Paul hat es geschafft, sehr gut. Dann kann Paul sich hier oben mal ein bisschen frisch machen, nachdem wir hier in der letzten Folge den Raum ein bisschen umgebaut haben für neue sportliche Aktivitäten. Ah, Caroline, hast du es jetzt nach unten geschafft? Sehr gut. Nein, Bo und Hilda gibt es nicht. Die passt nicht so rein. Oh, wo ich das gerade sage. Hat sich das hier wieder umgeschalten? Oh, ich hasse das. Ich hasse das so sehr, wirklich. Warum aktiviert sich das immer, wenn ich in einem komplett anderen Spielstand war? Oh, jetzt darf man hier wieder irgendwelche Sims davon befreien, übernatürlich geworden zu sein. Das ist manchmal so furchtbar ärgerlich, wenn man einfach nur einen normalen Haushalt spielen möchte. Aber gut, auch das kriegen wir hin. Wir können hier auf jeden Fall mal eine Runde füttern. Der Samstag ist ja schon wieder fast um hier. Seht ihr, ich wollte den Dreck noch wegmachen vom Terrasse, Balkon, was ist das? Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach mal weg. So, Caroline hat sich mal in Schale geschmissen. Paul duscht noch zu Ende. Paul ist aber mega energiegeladen. Er müsste eigentlich noch nicht gleich schlafen. Deswegen kann er die Zeit investieren, um die Dusche zu reparieren. Tada! Bitte, Paul, hast du dir gerade gründlich verdient. Du schaffst das schon, ich bin da voll überzeugt von. Zu müde bist du jedenfalls nicht. So, Caroline, was machen wir denn jetzt noch so vor Schreck? Wir können ja irgendwie auch mal unsere Fähigkeiten weiter verbessern. Hier ist nur so ein Regal, okay. Haben wir hier irgendwo noch einen Spiegel, was nicht im Schlafzimmer ist? Was bist du? Ein Bild. Achso, das war das, was wir auf dem Fest gemacht haben. Dann üben wir hier einfach mal eine Runde reden. So, und Paul kann jetzt im Bett verschwinden. Hier können wir auch ruhig nochmal mit Arrow aufs Katzenklo gehen. Oh, Arrow hat sich gerade zum Schlafen hingelegt. Tut mir leid, Arrow. kannst du gleich hier nochmal schlafen? Ist auch eine Idee, oder? So, Fieber geht es soweit super. Plu schläft noch und Piggles könnte mal ein bisschen Zerstörung vertragen. Piggles, komm mal hier rein, da ist es viel wärmer und alles wird gut. Yay, Arrow hat das Werk mal ordentlich erhalten. Und Caroline gibt hier alles irgendwie, um weiter an ihren Fähigkeiten zu arbeiten.
definitiv auch nicht der verkehrteste Weg. So, wie lange ist denn hier eigentlich jetzt wieder Winter? In 2 Tagen ist Frühling. Okay. Da bin ich ja schon mal gespannt. So, lieber Fähigkeitenpunkt. Wann wirst du steigen? Wirst du steigen? Yay! Fähigkeitenpunkt gestiegen. Wir sind jetzt charismatischer. Ich würde aber vorschlagen, wir können jetzt hier oben auch mal schlafen gehen. Vielleicht sollten wir auch mal die Pfütze wegwischen. Die Zeit haben wir dann auch noch. Und dann legen wir uns mal eine Runde hin. Die Musik unten ist einfach so laut. Aber weil ich hier bei dem Haus immer so weit weg bin vom Zoom her, dachte ich, lasse ich das mal lauter. Das geht dann immer so halbwegs, wenn wir nicht unbedingt in der Küche sind. Was für ein Lied, ey. So, das wollte ich gerade eigentlich gar nicht. Ich wollte gucken, was Arrow gerade so macht. Fischfang, glaube ich, kriegen wir so schnell nicht hin. Wir können hier aber mal eine Runde kratzen gehen. Weil geschlafen haben wir jetzt hier eigentlich ganz gut. So, Plu spielt da irgendwo rum. Rein theoretisch könnten wir hier aber auch mal was fressen gehen. Fieber schläft irgendwo. Und Piggles könnte auch mal eine Runde pieseln, schläft aber gerade auch irgendwo. Dann lassen wir Piggles auch mal schlafen. So, beobachten hier mal Arrow, wie Arrow hier fleißig kratzt. Kratz, kratz, kratz. Kratz, kratz. Was für ein Lied. Düpp, düpp. So, ich mache jetzt halt auch ein bisschen leiser, weil dieses Lied ist wirklich ein bisschen laut. So, jetzt dröhnt es nicht mehr ganz so laut auf den Ohr. Herrlich. So, hier wird fleißig durch die Gegend gelaufen. So, Paul ist mittlerweile ausgeschlafen, Mensch. Paul, einmal eine Runde aufstehen, du. Du bist fertig mit Schlafen. Juhu. Wir wollen uns eine Zielscheibe kaufen. Können wir rein theoretisch machen? Dann hat Paul hier auf jeden Fall mal was zu tun. Ist eigentlich ein Plan so hier fürs Rentenalter. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo die Scheibe ist. Es läuft jetzt bestimmt wie mit den Regenschirmen. Ich zoome da dreimal dran vorbei. Oder scrolle, besser gesagt. Zoom ist ja auch irgendwie das falsche Wort. Und finde die einfach nicht. Es geht schon los. Ich gucke gerade und bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die hier irgendwo sein muss. Aber ich habe sie noch nicht gefunden. Hä? Warum sehe ich die denn schon wieder nicht? Oh, jedes Mal sehe ich die Sachen hier nicht. Oh, das gibt's doch gar nicht. Hä? Ich bin schon wieder ein bisschen überfragt, du. Hä, wo ist denn... Die muss doch hier irgendwo sein. Wow, die ist hier. Genau das, wo ich die ganze Zeit nicht hingeguckt habe. Wir hätten noch auf die Idee kommen können, dass es bei Sport ist, ne? Wie soll man das erraten? Okay, wir müssen irgendwas verkaufen, um uns das leisten zu können. Die Frage ist, was? Brauchen wir irgendwas tatsächlich nicht? Weil mir erscheint alles wichtig, was wir hier haben. Ich will hier auf keinen Fall irgendwie was verkaufen eigentlich. Ja gut, wir haben noch unser Auto hier. Das können wir mal verkaufen. Dann können wir uns auch definitiv hier die Dartscheibe leisten. Ha, ist ja manchmal auch kompliziert hier. Wir könnten sogar die Sonderausführung uns leisten. Ich hätte die gerne hierhin platziert, aber das passt nicht. Hier passt sie hin. Sehr gut. Ich hoffe, hier kommt noch jemand durch, aber werden wir rausfinden. So, was haben wir denn hier noch für teure Autos? Hier haben wir noch eins für 62.000. Vielleicht sollten wir das nehmen. Ich aktiviere hier mal kurz Move Objects. So. Dann stellen wir das mal hier hin. Und dann ziehen wir das mal in unser Inventar. Und dann machen wir das mal wieder weg. So. Und dann haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Geld. Aber wir haben auch eine Zielscheibe. Ist das nicht toll? So. Paul hat sich seinen Wunsch erfüllt. Dann lassen wir ihn vielleicht mal gleich hier eine Runde spielen. So. Komm, Paul, zeig mal, was du kannst. Hä, warum schwebe ich denn hier immer so hoch? Ist ja merkwürdig. So, Paul geht erstmal eine Runde spielen. Voll geil. Caroline schläft noch ein bisschen. Ja, Paul, zeig mal. Wow, die macht auch noch Geräusche. Krass. Gut, Paul, zeig mal, was du kannst, wollte ich gerade sagen. Paul gibt alles, ey.
Geil. Ach ja, ich gucke gerade so ein bisschen unseren Raum hier an. Boah, hier ist der Sound mega. So, aber Paul muss mal was essen. Ja, Paul, wir spielen später weiter. Du musst was futtern, mein Freund. Boah, Alter, warum ist die Musik schon wieder so laut? Die wird irgendwie nicht leiser, ne? Vor allen Dingen hier, Caroline und Paul hören die Musik, weißt du? Ist das herrlich. So, wo ist denn Piggles hin? Ach, Piggles liegt hier oben. Schau mal einer, guck. Piggles? Lässt du dich anklicken? Einmal eine Runde pieseln, mein Freund. Das wäre ganz super. Und dann gleich mal eine Runde aus dem Napf fressen. Das wäre auch super. Mal gucken, wie wir das jetzt hier hinkriegen. So, Paul holt sich was zu futtern. Das ist sehr schön. Caroline braucht noch ein bisschen zum Schlafen. Plu hat sich ja auch irgendwelche Wünsche erfüllt. Arrow auch. Sehr gut. Bei Fieber läuft es soweit auch. Fieber könnte hier auch mal aus dem Napf fressen gehen. So, was ist denn hier mit Paul und Arrow nicht in Ordnung? Da wird der Napf bewacht. Arrow, mach mal Platz da. Ah, aufgrund des schlechten Wirtschaftsjahres hat Paul kein Urlaubsgeld bekommen. Oh, aber es ist Schneeflockentag. Ist sehr traurig. So, einmal durch die Tür da durch. Ha. Ja, Caroline will gerne eine Geschenkeparty veranstalten. Wäre auch eigentlich ganz schön mit allen zusammen so hier im Haus. Aber das Haus ist irgendwie so eng. Oh, das ärgert mich manchmal. So, Piggles versucht es jetzt hier mit dem Napf. Fieber frisst hier schon fleißig aus dem Napf. Komm, machen wir mal den hier. Dann erfüllen wir uns da auch noch den Wunsch. Und danach können wir mal was mit Piggles machen. So, hier muss der Napf mal gefüllt werden. Fieber, was machen wir da? Fieber geht schon von alleine kratzen, sehr gut. So, Caroline ist aufgewacht. Dann kann Caroline auch mal die Betten machen und sich hier so ein bisschen frisch machen. Ne, Caroline, du machst das schon. Was haben wir hier noch für Wünsche? Mit Paul plaudern, gute Idee. So, und Paul, hast du gleich den Wunsch, den Napf zu füllen? Da ist er auch schon, sehr gut. Dann machen wir das gleich mal. Sehr gut, dann räumen wir hier nochmal noch den Teller weg. Dann kriegt Caroline nicht die Krise, wenn sie hier in die Küche kommt und sieht, boah, da liegt das Geschirr rum. Das wäre nämlich ein bisschen ungünstig. So, dann können wir mal hier unten auf Toilette gehen und das Ganze hier sauber machen. Vor allem aufgrund dessen hat Paul kein Urlaubsgeld erhalten. Auch richtig geil. Richtig gut. Ah, so, alles sauber. Mensch, Paul, du machst das super. Dann einmal noch eine Runde duschen gehen. Gott, alle sind gerade hier auf dem kleinen Fleck. Mal gucken, ob Caroline durchkommt. Ich bin ja gespannt. So, wir wollen mal mit Piggles Gassi gehen. Wir wollen einen Napf füllen. Das können wir oben auf jeden Fall machen, weil der ist jetzt mittlerweile auch schon wieder leer. Dann tun wir das mal. So, und Caroline kommt wie zu erwarten nicht durch. Wir können ja mal unseren Kollegen hier so ein paar Textnachrichten schicken. Wow, was ist mit Preston hier mit der Frisur passiert? Oh mein Gott, warum? Ist Preston gerade schon wieder älter geworden? Kann das sein? Oh, manchmal ist das aber auch komisch hier. So, Textnachricht. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir schicken fleißig Textnachrichten. Hat das hier schon was gebracht? Nicht wirklich. Aber wir haben jagen gelernt mit Fieber oder Plu. Ich habe das jetzt gar nicht richtig mitbekommen. Hm, keine Ahnung. Was macht Plu eigentlich gerade? Plu springt sich an mit Fieber? Ja, tatsächlich. Und Arrow schläft da einfach irgendwie. Arrow, steh mal da auf. Das ist da irgendwie ein bisschen ungünstig mit dem Liegen. So, können wir schon irgendwelche Wäsche waschen? Ja, können wir machen. Machen wir auch mal. Dann machen wir hier sauber. Und Caroline hat aufgegessen. Unglaublich. Tauziehen wollen wir auch spielen. Caroline räumt gleich ihren Teller weg, wisst ihr? Das ist Caroline. Caroline macht das. Gar kein Problem für sie. So, und wir füllen den Napf und erfüllen uns mal den Wunsch. Wir wollen eine Wasserrutsche kaufen. Okay, es ist noch ein Tag Winter, Caroline. Wir wollen es mal nicht hier von jetzt auf gleich so übertreiben. So, ich habe Piggles gehört. Wo ist denn der? Piggles ist hier vorne wieder im Hausflur. War jetzt ordentlich mit dem Pieseln hier? Ich bin mir nicht sicher. Aber wir wollen eine Runde Tauziehen spielen, dann machen wir das einfach. So, Caroline, go. Mal gucken. Oh, er spielt da unten in der Pfütze. Piggles, nicht doch. Oh. Ja gut, aber wir suchen alle Wäsche zusammen. Das ist ja schon mal ein Erfolg. Und schmeißen das Ganze da jetzt auch mal in die Waschmaschine. Hatten wir hier schon mal Wäsche gewaschen? Nee. Dann müssen wir das da auch nicht gleich rausholen. So, und hier stinkt das Katzenklo schon. Haha. So, Fieber wollte da auch gerade reingehen. Warte, Fieber. Kannst du jetzt machen. Jetzt ist wieder sauber. Jetzt kannst du es wieder dreckig machen.
So, Piggles ist da unten voll dabei. Plue möchte gerne mal Arrow beschnüffeln. Und Arrow möchte gerne mal Domino beschnüffeln. Ja, das können wir eigentlich auch mal wegpacken. So, hier können wir auch mal aufs Katzenklo gehen. Und hier kann die Kleidung mal aufgehangen werden. So, Caroline, wie schaut's aus? Einmal eine Runde bürsten. Weil Piggles sieht da gerade irgendwie ein bisschen sehr, sehr dreckig aus. Oh, Tia und Ben hätten wir eigentlich lassen können. Ach je, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, dass wir uns dann hier hoffentlich auch beim nächsten Mal wiedersehen. Und ja, dann macht's gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal, ne? Ciao!